Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Filmreihe Schweizer Filme und ihre Macher, wo wir Schweizer Filmemacher erzählen, wie und warum ihre Geschichten entstanden sind. Mein heutiger Gast ist der Regisseur Xavier Koller. Xavier Koller, du bist einer der bekanntesten Schweizer Filmemacher. «Reise der Hoffnung» hat dir den Oscar gebracht und auch den internationalen Durchbruch. Wie steckt man so einen Preis wie den Oscar weg? Ja, wie steckt man ihn weg? Das ist einfach das ist ein Moment, wo das grosse Excitement da ist, also die grosse Aufregung da ist. Und nachher tut man den wegstellen und tut ihn gesehen und gehört einem. Und es ist so wie ein Orden, wo angesteckt bekommst. Und da ist man ewig für ewig, ist man dann der Oscar-Preisträger, obwohl man den Preis nicht immer umeinander trägt. Aber man nimmt ihn mit und nachher geht es eben weiter wie vorne. Wo oder wie findest du die Seele von einer Geschichte? Oder wie entsteht die Seele vom Film, von deinen Filmen? Ja, das ist eine gute Frage. Indem man sich in den Stoff einarbeitet und mal schaut, was ist eigentlich das Zentrum und was geht es eigentlich bei dieser Geschichte. Und versuche, die genuine Idee, die die Autoren ursprünglich hatten, irgendwie nachzuvollziehen und dann die mit dem eigenen Gedanken, mit der eigenen Seele, mit den eigenen Empfindungen zu füllen und die so auszuarbeiten, dass sie für das Publikum nachvollziehbar sind und unterhaltend und dramatisch und lustig und. Kann man ganz kurz, oder kannst du ganz kurz sagen, wie hast du das im Zusammenhang mit dem Schellenursli gemacht, die Inszenierung? Also kann man in wenigen Worten sagen, wie hast du die Seele vom Schellenursli gefunden und was ist für dich so der Kern von der Inszenierung, die du hast wollen? Ja, es geht ja, das Zentrum ist wirklich der Charakter vom Ursin. Und wer ist das? Und wer ist das aus heutiger Sicht? Es geht nicht darum, wie könnte er damals gewesen sein. Oder, das interessiert mich eigentlich nicht. Wie ist er heute im Grunde genommen? Wie sehe ich ihn heute? Und ich habe ja die ganze Geschichte eigentlich so wie in eine Glaskugel hineingestellt. Und man schüttelt Schneezer und so, also ein Märchen im Grunde genommen. Und selbst im Märchen hat es ja die ganzen realistischen Gefahren, die ganzen realistischen Verhaltensweisen und so weiter. Und eben das, dass man sich mit ihm als Kind oder als Erwachsener mit dem Ursin kann identifizieren. Also er muss wahrhaftig sein, er muss ehrlich sein im Grunde genommen in der Darstellung und so weiter. Und er muss einfach die ganzen Facetten von einem jungen Bub haben, der mutig ist, der frech ist, der sich nicht aufhalten lässt, will andere teasern und so weiter. Man darf traurig sein, man darf wütig sein und so weiter. Das ganze Kaleidoskop von Emotionen muss er können tragen und muss er können ausdrücken. Wie schön, dass der Ausdruck im Film daherkommt. Davon könnt ihr euch selber überzeugen. Unsere Gäste sind parat für den heutigen Abend, wo wir noch mehr werden von Xavier Koller erfahren, auch über den Film. Wenn ihr den Film sehen wollt, unbedingt ins Kino kommen und jetzt schauen. Und wir machen unbedingt mit der Großmutter und dem Großvater und der Tante und der Enkelin und dem Nachbar und der Katze und alle mit. Und wir machen uns jetzt parat, weil unsere Gäste gerade kommen.